Ein Niedergang setzte mit der Tyrannenherrschaft des Phokas ein. Seine Zeit war von inneren Unruhen, äußeren Bedrohungen und Fehlentscheidungen geprägt. Er wurde von Herakleios beseitigt, der dann von 610 bis 641 Kaiser war. Mit ihm beginnt endgültig das byzantinische Mittelalter. Er nannte sich als erster 629 Basileus, was von nun an Kaiser und nicht mehr König bedeutete. Unter ihm wurden die Perserkriege wieder wichtig. Stadt um Stadt ging den byzantinischen Truppen verloren. Sogar Jerusalem wurde 614 erobert und geplündert. Das persische Reich war nun auf dem Gipfel seiner Macht. Letzte byzantinische Stützpunkte in Spanien gingen 624 verloren. Im Norden gab es immer wieder Einfälle der Awaren und Slawen. 626 belagerten sie Konstantinopel. Nach ihrer Niederlage verschwinden die Awaren lange aus der Geschichte. 628-29 konnte schließlich auch ein Frieden mit Persien geschlossen werden, der die verlorenen Provinzen im Osten und Süden wieder zurückbrachte. Herakleios wurde daraufhin in Konstantinopel als Triumphator empfangen. In der Zeit Kaiser Herakleios entstand der Islam. 622 zog Mohammed von Mekka nach Medina. Johannes Damaszenus berichtet über die Entstehung des Islam. Nachdem er, Mohammed, auf das Alte und das Neue Testament gestoßen war und Umgang mit einem arianischen Mönch gepflegt hatte, gründete er eine eigene Häresie. Vor allem der Monophysitismus hat zur Gründung des Islams beigetragen. Ab den 630er Jahren begann der Islam mit seinen Eroberungen. Zuerst wurde Persien unterworfen, rasch ging es auch gegen die Südprovinzen. 637-38 fiel Jerusalem, danach weitere Städte in Palästina und Syrien. Zwischen 639 und 642 wurde Ägypten erobert. Nach Herakleios gelangte das Byzantinische Reich in eine kritische Phase. Durch die großen Verluste wurde das Oströmische Reich zunehmend zu einem griechisch-byzantinischen Staat, der auf Südgriechenland und Westkleinasien beschränkt war. Von der ersten arabischen Belagerung Konstantinopels 674 an befand sich der Staat bis zu seinem Ende in einem permanenten Verteidigungszustand. Hinzu kamen ein neues Auftreten der Awaren und Bedrängungen durch die Bulgaren, die nun ein eigenes Reich gründeten. In der mittelbyzantinischen Ära wurde nun endgültig Griechisch zur offiziellen Amtssprache, weil nur dies den Untertanen verständlich war. Insgesamt musste der Staat reformiert werden. Einerseits war es notwendig, sich den neuen, verkleinerten Verhältnissen anzupassen, andererseits blieb die römische Universalitätsidee aufrecht. Gerade das Kaisertum zeigte das sehr deutlich. Während der Kaiser theoretisch wählbar blieb, konnte durch das Mitkaisertum ein Nachfolger bestimmt werden. So konnten sich nun Kaiserdynastien herausbilden. Immer stärker tritt nun auch der Titel eines Basileus in den Vordergrund. Umgekehrt beharrte man auf dem Vorrang des Ostkaisers, was mit der Krönung Karls des Großen 800 wieder virulent wurde. Theoretisch stand nur dem Basileus der Titel Kaiser der Römer zu.